Aber davon abgesehen ist das Lied wirklich cool, ne? Also. Welches jetzt? Na hier, The Wellerman, das ist echt ein krasser Ohrwurm, so, also der bleibt drin. Aber das ist ja generell so ein Ding von diesen Sea Shanties. Als ich ja damals 2013 Assassin's Creed Black Flag gespielt habe, da gab es ja auch diese Shanties, die man finden konnte, die dann immer von der Truppe gesungen wurden, von der Crew, auf, wenn man gerade mit dem Schiff unterwegs war. Das war schon echt ein geiles Feeling. Also, mal davon abgesehen, dass das Spiel nach einer gewissen Zeit ein bisschen repetitiv wurde, waren die Shanties, die immer gesungen wurden, ziemlich geil. Und auch gut eingesungen. Wobei aber das Lied, was man im Radio hört, ja nicht das in Anführungszeichen originale Lied ist, ne? Ja, was heißt das originale Lied? Meinst du das Originale aus 1700 Schlag mich tot? Nee, das in Anführungszeichen das Originale, also die Version von dem Menschen da, ich muss jetzt lügen, wie der heißt, wurde ja ursprünglich auf TikTok veröffentlicht von ihm. Das stimmt, ja. Und da hat er das quasi a cappella gesungen, einfach so, ne, weil er halt Bock drauf hatte. Das ging dann viral. Und dann wurde es sozusagen, es ging viral, richtig, und dann wurde es nochmal zu einem, ja, wie sagt man so schön, Radio-Hit noch ein bisschen zusammengemischt. Oh, Nathan original. Evans, dankeschön, genau. Genau der. So hieß der Bruder. Der war ja Postbote vorher, ne? Ich glaube, ja. Konnte seinen Job dann an den Nagel hängen. Er hat übrigens einen sehr coolen schottischen Akzent, wenn man den mal reden hört, nicht singen. Aber so kann man durch Social Media und so, ne? So schnell geht's. Ja, ist echt so, es geht ruckzuck. Auch nicht damit gerechnet. Ich könnte jetzt an der Stelle sagen, dass wir auch einen TikTok-Account haben. Haben wir ja auch. Aber vielleicht kommt da nicht so viel Content, was auch gar nicht so einfach ist, weil, ja, es ist nicht unbedingt eine Gaming-Plattform, um ehrlich zu sein. Das stimmt allerdings. Und ich finde, TikTok ist halt, also du brauchst, glaube ich, bei TikTok ja immer ein Video, ne? Um das zu posten. Ja, ja, du brauchst immer ein Video. Ja, ja. Was, wo man meinen könnte, was für uns unkritisch ist, weil wir ja Videos produzieren. Aber wir rendern halt selten da ein kleines Snippet raus, was man halt auf TikTok dann auch bringen kann. Da ist meistens ein schnelleres Bild gemacht für Instagram oder Twitter. Das ist richtig. Hoppla. Hast du wieder was kaputt gemacht, oder was? Ja, ja, da war plötzlich eine Sandbank, die kam out of nowhere, sag ich euch. Das ist aber auch ein kleines bisschen schmal hier, das Bächlein für unser Longship. Ja, ich fühle mich hier ein bisschen wie der. Ich finde es tatsächlich insane, dass du das Segel nicht einholst und mit offenen Segeln hier durchrammelst. Also ich habe das ich habe das nicht durchgezogen. Ach, fangen wir gar nicht an hier mit Segel einholen oder so ein Schnullifutz, so durchgeprügelt. Richtig, ich hatte aber auch mein ganzes Eisen dabei, Snickern. Also da wollte ich nicht das. Ja, ich habe ja nur euch dabei, das passt schon. Ja. Also, da würde ich auch keine Rücksicht nehmen. Ja, ich bin nicht beim Maxer. Einfach volle Hanne durch. Wir wollen ja hier Content produzieren und nicht uns die Landschaft angucken. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, gut, ne? Wir wollen interessanten Content produzieren. Jetzt sind wir beim Ausschließen. Ey, was ist denn jetzt gegen die Natur auszusetzen? Gar nichts. Gottes Willen. Siehst du. Die ist schön. Hä, was ist denn das für ein Dorf? Habt ihr das gesehen? Nee. Muss schon mal zurück. Ich glaube, das war ein Draugr Village. Habe ich tatsächlich welche markiert auf der Karte bei mir? Ich habe da zwei gefunden, die gar nicht mal so weit weg sind. Seht ihr das? Also das sieht nicht aus wie das, die, wie das normale Dorf, was man sonst so genau, sieht. Genau, das markiere ich mir auch mal auf Draugr Village. Das können wir uns auf jeden Fall mal merken, dass da so ein Teil ist und da mal hingehen. Wie gesagt, also zwei habe ich schon gefunden, als ich mal die Welt erkundet habe. Geil. Da hast du schon mehr gesehen als ich. Aber wir lassen uns jetzt hier nicht ablenken oder sonst irgendwas. Wir schippern direkt wieder zurück aufs offene Meer. Ja. Denn wir sind ja auf der Suche nach Bone Mass. Was ich übrigens nicht dabei habe, ist Zutaten für ein Portal. Was braucht man denn da? Sortlingkerne 2 Stück, Grauzwergaugen 10 Stück und Feinholz 20 Stück. Dürfte alles Feinholz unkritisch werden. Das mitgenommen. Wobei, das müsste eigentlich alles unkritisch sein im Fluss. Also bis auf das Feinholz, da müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir unterwegs noch kurz mal in den Meadows halten. Wie viel denn? Ich hab Feinholz. 60. Okay, na dann ist ja unkritisch. Dann müssen wir nur Grauzwergaugen finden. Ja, die werden wir wohl finden. Das wird schon gehen. Und Sortlinge kriegen wir ja im Sumpf wahrscheinlich. Müssen wir halt mal gucken, wo dann Sortlingspawner ist. Alles gut. Wir müssen uns ja sowieso zum Baumess durchsagen. Das ist jedes verdammte Mal, dass wir irgendwas vergessen, ne? Das ist Wahnsinn.
Dabei haben wir so häufig drüber geredet. Ja. Du hast halt vorhin gejinxt, als du gesagt hast, boah, es ist ja voll ungewöhnlich, dass wir heute so mitdenken und so. Und direkt, halbe Stunde später, alles vergessen. Sorge. Naja, jetzt geht's schon so weit. Du bist schuld. Da sind wir wieder beim Blame. Ja, it's basically sehr schön. Das ging überraschend schnell. Und Kevin, du wolltest doch die Natur genießen. Dann guck doch mal nach links zu diesem endgeilen Gebirgsbiom. Holy Cannelloni. Ja. Yeah. Ist okay. Geil, ne? Aber da oben so eine schöne Halle mit dem Blick hier auf den Fluss, das Meer. Oh, das könnte ich mir gut vorstellen. Na, ich wollte ja sowieso in dem Bergbiom sowas oben drauf haben. Da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen diese Woche. Fand ich auch. Oh, nicht Nebel. Oh, nee. Oh, da hab ich schon wieder gleich keine Lust mehr. Und auch noch Regen. Jetzt wird's hier richtig gemütlich. Ja. Und wir haben keinen Rückenwind. Ich hab noch 3,5 Minuten Rest. Nee, echt nicht mehr. Oh, das ist ein krasser Seegang, Jungs. Und wir können hier nur paddeln, weil wir haben keinen Rückenwind. Tragisch, dann paddel mal. Ich paddel wie ein Bekloppter. Da ist eine Struktur. Ja, du bist der einzige Zuschauer, glaube ich, fürchte ich. Ist aber gar nicht schlimm. Auf Twitch bei uns Live-Zuschauer haben wir immer, also mal mit haben wir ein paar dabei, aber oftmals sind es auch gar nicht so viele, die, ich glaube, es geht besser auf YouTube aktuell. Ja, lustigerweise schon, ja. Aber deswegen schnibbeln wir das ja auch mit. Ist auch nicht schlimm, ihr könnt das auch gerne auf YouTube gucken, wenn ihr sagt, ihr habt Dienstagabend keine Zeit. Passt für uns alles. Ich muss jetzt, by the way, auch mal die 4 Updates aus der Roadmap von Valheim nachschlagen, die jetzt so kommen sollen. Weil, also ich weiß, also ich wusste von den Hearth and Home. Genau, Hearth and Home. Das wusste ich, also quasi mehr Essenszutaten, das ist safe schon mal für mich. Mehr Bauzutaten, ein bisschen mehr Inline-Richtung, das finde ich grundsätzlich nice. Dann Cult of the Wolves, die Welterstellung, also man soll häufiger interessante Orte finden und es soll auch Nebenquests geben. Das klingt gut. Also das klingt auch ziemlich nice. Würde ich spontan sagen, das ist mein Favorite. Ships in Sea. Also das Dekorieren der Boote und ein bisschen das ist mehr, was man auch dann auch vermutlich auf dem Meeresbiom finden kann. Vielleicht auch ein bisschen angepasstes Schiffen. Also die ein bisschen angepasste Schifffahrt. Angepasste Schiffen. Und ja, das, was wir eigentlich ja schon basically immer mal gesagt haben, die Mistlands sollen ausgebaut werden, also die Nebellande. Ich glaube, das ist das, was Kevin am wenigsten schon gefällt. Ne? Also wer sich darauf freut, der hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren. Es ist hart, aber... Also weiß ich, nee. Ich glaube, da bin ich tatsächlich beim Matze. Wobei, also ich tendiere zwischen Cult of the Wolves, also ein bisschen mehr Nebenquests und den Hearth and Home Update. Ich tendiere tatsächlich zur ersteren. Ich glaube, das Hearth and Home Update wird nice. Richtig nice. Aber es wird nicht das Beste sein. Und das liegt nicht daran, dass Hearth and Home schlecht wird. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die anderen kollektiv besser werden. Ja gut, ich glaube, es bringt zwar generell ein bisschen mehr, wenn man besser bauen kann, aber es ist eher sowas, was nebenbei ist. Also es ist ja nicht so der Hauptaspekt. Deshalb wird das vermutlich, wenn dann, zwischen den ganzen ein bisschen untergehen. Wahrscheinlich, ne? So Nebenquests inwiefern, ja, das konnte ich tatsächlich, das war immer ein relativ kurzer Artikel, also es soll ein Kult der Wölfe geben. Also der namensgebende Kult quasi für den DLC. Was das dann mit sich bringt, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob es generell dann mehr Nebenquests geben wird oder ob es dann eher so ansatzweise storymäßig getrieben ist oder ob sie dann eher so Basic-Nebenquests machen, wie in so manch Ubisoft-Spiel. Das kann ich jetzt nicht sagen, es klingt aber echt interessant. Also generell Story ist ja das, was in dem Spiel tatsächlich noch fehlt. Da wäre es aber auch in Sachen Survival-Spielen ein bisschen ein Ausreißer, im positiven Sinne. Ich weiß nicht, wie viele Survival-Spiele mit so einem Aspekt, den auch Valheim mit sich bringt, tatsächlich auch auf Story-Elemente setzen. Ich glaube, das ist wirklich relativ alleinstehend im Vergleich zu anderen Spielen. Und ich muss absolute Zustimmung ausdrücken. Ich finde es auch gut, dass sie sich Zeit lassen. Also es gibt ja viele, die sind gerne mal schnell ungeduldig. Wieso haben wir jetzt Schaden genommen? Hör mal auf, Junge.
Es gibt ja viele Spieler, die sind so ein bisschen ungeduldig und möchten am liebsten die Updates schnell haben, aber ich glaube, darunter leidet die Qualität, oder ich weiß, darunter leidet die Qualität. Das Thema hatten wir neulich schon mal in Dungeons, wo ich auch die Entwickler dafür gelobt habe, dass sie dieses neue Minecraft-Update, was rauskommen soll, auf zwei Teile splitten. Ich finde das gut. Und ich finde es auch gut, dass sie sich erst auf Bugs konzentrieren, weil was passiert, wenn man sich nicht erst die Bugs annimmt, sondern erstmal nur Content produziert, das sieht man, finde ich, ganz gut an DayZ. Das ist grundsätzlich kein schlechtes Spiel, aber sie schleppen teilweise Bugs bis heute noch mit. Und so richtig, es ist zwar offiziell rausgekommen, aber so richtig fertig fühlt sich das Spiel immer noch nicht an. Nee, nicht wirklich. Deswegen absolute Unterstützung für erst Bugfixen, dann Content produzieren. Ich habe da auch keine Eile. Und wie wir schon festgestellt haben, das Spiel hat ja auch schon relativ viel Content für einen ersten Release. Also es ist nicht so, dass man... Scheiße, sind aufgelaufen. Es ist nicht so, dass man irgendwie Gefahr läuft, schnell gelangweilt zu werden von dem Spiel. Man ist wirklich eine ganze Weile beschäftigt. Und ich fürchte, ich habe uns da eine ganz blöde Lage manövriert. Oder um es mit meinen Worten zu sagen, wir sind in der Bredouille. Oh Gott, nee. Uber, ich glaube, ich bin in der Bredouille. Famous last words, sage ich euch. Scheiße, und jetzt bin ich auch noch vergiftet. Hä? Und tot bin ich auch gleich. Vollkommen entspannt. Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Bist du tot? Jo, aber sowas von. Wir können hier versuchen, dir ein Portal zu bauen. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Das wäre, glaube ich, ganz gut, ja. Basically das Einzige, was wir machen können. Ja, ich könnte mir eine kleine Karte. Ach, fuck! Nein, ich hänge fest. Nein, was hab ich denn hier gebaut? Okay, also, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Findest du? Ja, ich bin nämlich am Arbeitsamt rausgekommen. Was? Naja, das ist da, wo ich meinen Harz gefarmt habe. Du gehst zum Arbeitsamt, um Harz zu kriegen, ne? Ach so. Ach, der war ja lustig. Oh, ich weiß. Nee, nicht wirklich. Oh. Ja, das Problem ist, ich habe das nicht getestet vorher. Ich habe halt hier gebaut und... Ah! Oh, hier ist ein Zinnvorkommen. Ja, wenn wir jetzt auf YouTube wären, würde ich sagen, wir schneiden euch wieder rein, wenn ich mich hier befreit habe und wieder bei den Jungs bin, aber... Ich habe sogar das Schiff befreit, also du hättest nicht mal sterben müssen. Ja, ich hätte auch einfach was essen können, ne? Das war wieder der klassische Matze-Fail. Ich muss mich rausprügeln, ja, das fürchte ich auch. Ich muss mein eigenes Gebäude hier einreißen. So, was wollen wir jetzt machen, Benni? Also, ich würde tatsächlich sagen, wir versuchen... in Sofbio zu kommen und suchen uns Sotlingkerne, damit wir Matze ein Portal bauen können. Ihr könnt müssen wir ja sowieso machen. Im dunklen Wald, ihr könnt auch eine Krypt suchen, da gibt es auch Sotlingkerne. Hier, spring auf. Hat er nicht funktioniert, hä? Dann. Und schön, dass ich meinen Unarmed-Skill gerade leveln kann. Aber weißt du, was wir machen können, Kevin? Gib mir doch mal ein Streamchen, dann mache ich die Kevin-Cam an, weil ich glaube, das dauert bei mir noch ein Weilchen, bis hier was Spannendes passiert. Gescheit, ey. Ja, ich weiß, bin gewieft wie ein Füchschen. So. Da muss ich ja jetzt auf einmal wieder aktiv dabei sein, ne? Das ist richtig, ja. Warst du das denn nicht die ganze Zeit? Natürlich, immer. So, da ist er. Kommst nicht drauf. So. Steh ich gar nicht. Dann könnt ihr euch nämlich angucken, beziehungsweise du... Ja, das ist die Kevin Cam. Die haben wir in Anno eingeführt und hat uns gute Dienste geleistet, wenn genau sowas passiert wie jetzt, dass ich komplett Scheiße gebaut habe. Dann wird von einer Warnlegende aus mal die Sicht gezeigt. Ich will das jetzt nicht kleinreden, weil ich bin jetzt ja gerade, der auf meinem Bett feststeckt. Wir müssten übrigens auch mal unser Schiff bald reparieren, Benni, ne? Weiß ich, setze es hier mal an Land. Okay. Ich gehe runter, ich hab alles da. Ich mach die alle tot, du reparierst das Schiff. Nee, die Benny-Cam gibt's tatsächlich nicht. Ich hab aber kein Holz. Also wir könnten natürlich auch einfach Bennys Stream hier reinklemmen, das wäre jetzt nicht das Problem. Und nicht, dass du dich wunderst, du kannst Kevins Ton leider nicht hören. Du bleibst
weiterhin bei meinem Ton. Ich kann dir nur sein Bild geben. Das ist quasi noch so ein kleines Beta ist da drin. Hä? So eine Axt dabei. Ich hab Holz. Da ist ein Geist. Wäre halt voll gut, wenn ihr jetzt nicht noch sterbt. Ja, ich gebe mir doch schon Mühe. Jetzt nicht unter Druck setzen. Du hättest auch, by the way, einen Heiltrank nehmen können. Fällt mir gerade ein. Ja. Hatte ich. So. Hier. Da ist Holz. Da ist Holz. Hinter dir. Hab ich gesehen. Natürlich. Und ich komme hier trotzdem nicht raus. Stelle ich gerade fest. Weil das Problem ist, die Wand, die ich jetzt weggekloppt habe, erfolgreich, mit nach einiger Zeit, die ist nicht die, die mich fixiert. Ich müsste eigentlich den Tisch klein kloppen, aber da komme ich nicht ran. Das heißt, bleib mal hier. Okay, ich habe nur noch eine Wahl. Pass auf, ich bin immer noch die Elder. Ich dachte, das hätte ich mal auf Eiktür getauscht. Damn. Alles gut. Ich muss jetzt was ganz anderes machen. Ich muss meinen Zweitcharakter nehmen, auf dem Server gehen. Und muss mich da quasi selber rausbefreien. Du machst es schon, ne? Mhm. Also, aber ich sehe schon. Irgendwie finde ich das auch cool, dass das nicht immer alles so glatt geht. Also. Nee, wirklich jetzt. Okay. Das hat sowas. Sowas Unvorhersehbares. So. Dass immer was anderes passiert. Nicht immer so, ja, jetzt machen wir das und das funktioniert und dann sind wir fertig und dies und das und Ananas. Nee. Genau. Wir nehmen uns Zeit für den Bosskampf. Wir opfern da einen kompletten Stream für. Man muss auch mal unwegsame Hindernisse aus dem Weg schaffen. Das ist korrekt. Und gemeinsam als Gruppe dem Widerstand trotzen. Da bin ich durch total bei dir. Die Macht der Freundschaft. Schön gesagt, Kevin. Oder? Na. Ja. Das hat aber so auch viel Schönes. Eine kurze Denkpause. Na. Problemchen, was ich mit meinem Zweitcharakter habe, ist, dass die Map nicht aufgedeckt ist. Das heißt, ich muss jetzt da auf gut Glück rausfinden. Ein Weg geebnet. Benny hat sich ein erstes Weg geebnet mit der Hacke. I mean, oh, ein Sterndroger. Hinter dir, Benny. Hinter dir. Oh, kein Problem. Klatsch euch weg. Okay, ja gut, dann. Wer bin ich denn? Hab mal meinen Kill gestealt, ne? Ne, ist okay. Ich höre genau doch deinen Ton, Kevin. Das ist ein User, lass mal nach rechts laufen. Ob der mit übertragen wird gerade, kann ich gerade gar nicht sagen. Aber möglicherweise hört man doch deinen Ton mit raus. Meinen? Ja. Ne, kann gar nicht sein. Ich schreie einfach sehr laut oder so, keine Ahnung. Ich meine dein Ingame-Sound. Ich habe zumindest gerade gehört, wie ihr den verprügelt habt. Das wäre natürlich fantastisch, aber sei es drum. Nicey nice. Das wäre Vanilla-Eis. Stimmt, also wir haben jetzt gerade hier Bestätigung im Chat. Man hört die Kevin-Cam. Mensch. Oh. Aus Versehen gut gemacht. Nee, das war alles geplant. Was? Das war alles so gewollt. Ach, Benni, jetzt. Mensch, Odin! Ganz schlechter Zeitpunkt, um mich zu finden. Das ist gerade nicht mein bester Moment. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich auch ein relativ suboptimales Sumpfbiom rausgesucht, weil das ist zu Ende. Wollen wir über die Plains zurückgehen, ein paar Goblins klatschen? Und das geht aus? Nee, wollen wir nicht. Okay. Na gut. Wir müssen jetzt hier mal. Das wäre ein dummer Vorschlag gewesen. Wollen wir über die Plains zurückgehen? Weiß ich auch nicht. Boah, der Skido ist. Wollen wir uns einen Schlinge um den Hals legen und den Hocker unter uns wegstoßen? Ey. Ja, nicht ey. Could possibly go wrong. Jungs, Mensch. Wir haben überlebt. Das ist richtig, ja. Ich habe mein Leben für euch geopfert. Deswegen so würde ich es nicht sagen, du hast dein Leben einfach sinnlos weggeschmissen. Hast ja recht. Und als Strafe wurde ich zwischen meinem Bett und dem Tisch eingeklemmt. Verdient. Ja, irgendwie. Lustig schon. Ist, ich bin ja einfach die ganze Zeit auf dem Schiff sitzen geblieben, ne? Ich lebe noch. Ja, du hast nicht geholfen. Ja, weil du halt niemandem geholfen hast. Wenn du ja, vielleicht ist das vom ja Schiff auch der gegangen Grund, wärst, würden wir alle noch leben. Also, vielleicht ist leben. Das ja der Grund, dass ich nicht überlebt habe, dass du quasi schön auf dem Schiff sitzen geblieben bist, deine Kreuzfahrt genossen hast. Ja. Dafür bezahlt.
Während wir. Ja, toll. Du wärst ein super Passagier auf der Costa Concordia gewesen. Oh, wird kalt hier drin, aber ich hab's bezahlt. Die Schräglage gehört zum Buchungsplan. Da ist ein Dorgo! Ich will den Geschäftsführer sprechen. Schön geblockt. Oh, hast du den Block gesehen, Junge? Mmh, Omelette Fromage. Chacuisel. Oder? Hier sind 2-Sterne-Hirsch und ich hab nichts dabei. Ach doch, ich hab was dabei. Content hier. Ich hab doch meinen zweiten Charakter. Qualität. Hier sind die Ebenen, jetzt verpiss dich mal da. Ist jetzt nicht so, dass man nur an den Ebenen stirbt, also so. Muss ein bisschen vorsichtig sein, aber es geht schon. Was macht denn Operation Aperture Science? Meinst du jetzt, also Dorten. Erstmal haben wir eine Struktur gefunden. Da ist ein Deathskito, weg mit dir. Da sind sogar 2. Ich sehe schon, wenn wir ein zweites Schiff bauen können. Ich würde mich gerade mal interessieren, wie man die eigentlich tötet, weil die kommen ja nie. Blocken, also, warten bis sie da sind und nachdem sie zugestochen haben, direkt wegklatschen. Die haben nämlich nur 10 HP und lassen sich relativ leicht wegsnickern, aber die machen halt viel Schaden. Ganz genau so, Kevin. Sehr gut gemacht. Aber du siehst, du hast extrem viel Schaden genommen, ne? Also noch ein Angriff von dem Deathkito. Also 70 Schaden machen die. Hab einen Heiltrank. Ich hab's auch nicht geblockt, weil ich hab's halt einfach nicht richtig hingekriegt, weil ich ein Loper bin, aber ich hab das mal gemacht. Hab mal geregelt. Da ist ein Hirsch! Ich daneben geklappt hab. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen einen Sirtlingskern. Ja, wir suchen ein neues Humpfbier. Wir brauchen 2 Sirtlingkerne. Ja, stimmt. Wir brauchen die Stacheln mit, weg. Kevin. Hast du die liegen lassen? Ja. Nein, nee, Junge. Mitnehmen. Das ist High-Quality-Loot. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Dann schmeiß was anderes weg. Genau, die Knochenfragmente. Irgend so ein Schnulli. Mensch. Wo sind denn die jetzt? Kevin. Ah, hier. Ah, hier. Hab's gefunden. Wenn du da wiederkommst, schieb mal das Boot ein bisschen ins Wasser. Ich hab das nicht gemerkt. Ich dachte, ich hab die einfach mitgenommen automatisch. Ich wusste nicht, dass ich voll bin. Musst du doch nicht machen. Ich krieg's hin. Skelett, ey. Lass doch mal die Kamera in Ruhe. Da ist ein Grey Dwarf Spawner. Den muss ich. Ja, scheiße, den kann ich mir ja gar nicht markieren, weil ich bin ja mit meinem Zweitcharakter. Oh, scheiße. Warum wäre ich denn so stark vergiftet von den Schlundekeln? Die Schlundekel sind boshafte Viecher. Das stimmt. Hier kannst also du generell die Sumpfviecher nee, vergiften mich, glaube ich, schlimmer als die. Doch, sollte gehen. Schamanen. Ein bisschen sprinten. Wenn aber neben. Ich habe noch 18 Leben. Wenn ich daneben springe, bin ich tot. Wenn hier 2 Schlundekel vor mir sind. Dann no risk, no fun, das ist dein Motto. Du musst wirklich auf die Benny-Cam umschwenken, wenn Kevin jetzt auch noch drauf geht. Nee, ich mach's einfach nicht. Also wir streamen ungefähr bis, sagen wir mal, 23.30 Uhr, 0 Uhr. Das ist meistens so unsere Zeit. Also eigentlich nur 23 Uhr, aber die 2 können keine Uhren lesen. Seit wann? Hier kriegst du wenigstens mit dem Bogen den einen Lichtstar kaputt, der unser Boot angreift. Uhr. Oder kannst du es reparieren währenddessen? Gut, wir haben noch genügend. Passt. Aber jetzt sieh mal langsam. Na? Bin da. Ich finde das Arbeitsamt nicht. Scheißendreck. War das noch ein Fluss, den ich durchqueren musste? Sag mal, sind die schneller als du? Mensch, herzlich willkommen! Mjannis Jeffrenstar. Oh mein Gott, macht mich heute echt fertig mit euren Namen. Ich kann das nicht lesen. Ich bin doch ein lecker. Warum wird's denn nun nicht vorwärts gehen, Mensch? Wollt nicht so weit. Schön, zurück. Dass du da bist. Und wem moin, moin. Kevin kriegt's auch noch mit. Keine Sorge, dass du da bist. Das passt schon. Ja, ich weiß gerade nicht, was Benny macht. Fahr doch einfach los. Ich kann verdammt nochmal nicht. Ich ruder doch schon. Warum denn nicht? Du hast sie nicht einmal an das scheiß Ruder gesetzt. So fahr mir mal, Mensch.
Kevin, ich will nicht was so, Kevin setzt sich irgendwo ins Auto rein, das raucht schon aus dem Motorraum. Jetzt fahr doch mal, Mann, warum rufst du? Was redest du denn hier mit ADAC, Mensch? Oh Gott, ich hau mich weg. Uff. Ja, nee, Dienstag ist bei uns tatsächlich gerade immer Valheim. Also, das ist das Einzige, was wir gerade so ein bisschen regelmäßig streamen. Anno gibt's bei uns eher unregelmäßig. Also, da musst du ein bisschen drauf achten, wenn wir das mal ankündigen. Das hast du super gemacht, Benni. Weil Anno halt ein sehr langwieriges Spiel ist und wir da auch immer relativ viel vorproduzieren für die YouTube-Folgen, die wir dann zusammenschneiden. Und weil wir gerade nicht so viel Zeit haben für Anno. Beziehungsweise weil Benni halt bei Anno nicht dabei ist. Hallo. Ja. Achso, das meinst du. Deswegen haben wir ein Spiel priorisiert, was wir zu dritt spielen. Hat aber recht. Patrick. Und hier ist noch ein Spawner. Hier sind ja noch jede Menge Spawner. Wie sieht es eigentlich an der Front aus? Ich suche immer noch das Arbeitsamt. Na gut, ja. Hast du Termin also, oder was? Bist du geladen? Ja, kurz zur Erklärung an den neuen Zug. Oh, scheiß Troll. Hab ich immer gar keinen Bock gerade drauf. wir waren unterwegs. Erklärung an den neuen scheiß Troll. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Troll? Ja, ich muss hier weg. You must die. Ich suche doch noch nicht sicher, ob wir den Anteil überhaupt noch in dem Stream erlegen werden. Es wäre schon schön, wenn wir das schaffen würden. Aua. Geht's um ALG 1 oder ALG 2? Es geht um ALG 2. Ach so, netter. Es geht immer um Harz, Kevin. Immer um Harz, das weiß ich doch. Geht's um Harz oder was? Tragisch. Wo ist denn nur mein Arbeitsamt gewesen? Verflixt nochmal. Hier gehen das schon. Will man nicht. Ich glaube, ich logge mich jetzt, glaube ich, nochmal schnell um. Und guck mal, wo das Arbeitsamt ist. Also, kurz zur Erklärung, wieso ich hier auf der Suche nach dem Arbeitsamt bin. Wir waren hier auf dem Schiff unterwegs und ich bin gestorben und ich bin da rausgekommen, wo ich Harz gefarmt habe. Und weil man da Harz farmt, habe ich den Ort Arbeitsamt genannt, da wo man halt Harz herkriegt. Hab mich da allerdings blöderweise in ein Bett eingebaut. Also man spawnt halt so, dass man nicht mehr rauskommt aus dem Bett. Deswegen bin ich jetzt mit meinem Zweitcharakter unterwegs gewesen, um mich selbst zu befreien. Aber ich finde nicht die Stelle, wo ich hin muss. Arbeitsamt. Ich finde das Arbeitsamt einfach nicht. Komplett tragisch alles hier. Und währenddessen habe ich... währenddessen habe ich auf die Kevin-Cam umgeschaltet, weil da passiert mehr Spannendes als bei mir. Wir versuchen es wenigstens, aber das Einzige, was wir hier finden, ist Grasland. Ich sehe schon ein Biom davon. Du bist einfach eine Legende, Benni. Hab ich dir das schon mal gesagt. Nee. Beiden versuchen wir quasi ein Portal zu erstellen. Matze, aber wir haben natürlich auch alle Sachen fürs Portal vergessen, obwohl wir 5 Minuten drüber geredet haben, dass wir die Sachen fürs Portal mitnehmen müssen. Ich bin völlig falsch. Zur Not gehen wir einfach mal kurz ins Schneebiom, Benni. Also. Bringt das Arbeitsamt, Spaß. Ich bin schon längst am Arbeitsamt vorbei. Content. Okay, Content. Gut. Naja, was denn? Also, zur Not müssen wir eine Entscheidung treffen. Matze helfen oder Content produzieren? Ja, also, da gehen wir natürlich für Content. Matze kann sich selber helfen. Da bin ich aber bei euch. Wenn es jetzt zu lang dauert, müsst ihr das durchziehen. Hilft alles nicht. Ja, siehst du, das sag ich doch. Jo, alles cool. Bis gleich. Nur haust du rein. Um wen geht's denn? Ach so, ja. Liest du auch irgendwann mal den Chat, Kevin, Mensch. Kevin hat das noch nicht so richtig verinnerlicht, dass uns hier Leute zugucken können, die dann schreiben. Das ist ihr habt auch beide jeweils einen zweiten Bildschirm. Ist euch das bewusst? Wir reden ja selber seit längerem auf dich ein, dass wir hier... Aber offensichtlich müssen wir das immer erst mal 5 Jahre machen, bis du dann irgendwie auf die Idee kommst, hey, die hatten ja 5 Jahre lang recht. Mensch. So. Und wir haben einen Stargast. Oh ja, finally. Ah, die Doggo-Cam hat es auch wieder in den Stream geschafft. Ich bin mal kurz für kleine Wikinger. Ja. Wir sind gerade im Sumpfbiom angekommen. Hättest du das nicht? Ja, ich musste mal kurz. Ich ganz kurz. Jetzt. Ganze bitte. Zeit, als wir auf dem Meer waren und nichts passiert ist. Jetzt, bis gleich. Wieso sucht ihr denn auch ein Sumpfbiom? Weil wir Softlink-Kerne brauchen. Aber da wäre doch ein dunkler Wald wesentlich einfacher, oder? Bilde ich mir das ein? Nein. Okay, ist cool. Alles cool, ich hinterfrage hier nichts. Und außerdem, wir brauchen Content.
weißt du doch. Ja, ja, ist schon klar. Jetzt hör doch mal auf, mir auf den Sack zu gehen. Oh Gott, zwei Trolle, willst du mich trollen? Da bei euch ja gerade nichts passiert, mache ich mal die Kevin-Cam wieder aus. Mhm. Weil bei mir, ich habe mir hier gerade ein paar Kumpels angelacht. Die sind irgendwie gar nicht so amused, dass ich hier durch ihren Wald streife. Während ich immer noch auf dem Weg, da links muss ich hin, immer noch auf dem Weg zum Arbeitsamt bin, um... Oh Gott, das war ein Close Call. Oh Kevin, bitte. Immer diese scheiß Beamten. Sind gar nicht amused, dass ich das Arbeitsamt nicht finde. Da haben sie gleich ihren Knüppel ausgepackt. Ah, lass mich vorbei. Oh, Eiktür. Eiktür, perfekter Zeitpunkt für Eiktür. Okay. Wenn Kevin wieder da ist, würde ich vorschlagen, du wechselst wieder auf die Kevin-Cam, weil wir haben hier eine Seestange vor uns. Oh, geil. Schön, schön, schön. Ja, das wird auch gleich gemacht. Ich versuche hier gerade nur zu entkommen. Wieso bin ich denn jetzt am Meer rausgekommen? Oh Gott, ich habe mich völlig verfriemelt hier. Matze hat sich verfriemelt. Classic. Schon wieder ein Krautzwerg, lasst mich alle in Ruhe, ich will eurer Baumreligion nicht beitreten. Aber kann es sein, dass die Seeschlangen gar nicht aggressiv sind? Wenn sie dich sehen, sind sie aggressiv. Und sie greifen gerade direkt vor unserem Bug. Okay. Rangeschwommen und hat uns nicht angegriffen. Also ich weiß es nicht, ich bin mir relativ sicher, dass die Seeschlangen aggressiv sind. Ja, das hätte ich halt auch gedacht.